Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin von der letzten Quest quasi zum Trader gelaufen, um jetzt letztendlich unsere Belohnung abzuholen. Und ja, ich denke, wir nehmen auch direkt eine neue Quest an und wir schauen mal, was wir als Belohnung bekommen. Ja, was nehmen wir denn? Vielleicht nehmen wir uns die Munition am besten mit. Und dann gucken wir natürlich hier noch nach. Vergrabene Vorräte. Gut, machen wir das. Gucken wir mal, ob wir das einigermaßen gut hinkriegen. 400 Dukes haben wir gekriegt. Das wäre natürlich super, wenn wir vielleicht unseren Rucksack wiederholen. Müssen wir mal gucken. Warte mal, das sind Eisenpfeile, das sind Steinpfeile, das sieht schon mal gut aus, munitionstechnisch. Die Munition können wir auf jeden Fall hier reinhauen. Für die Knarre haben wir, glaube ich, eh keine Munition. Nein. Gut. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir vielleicht unseren Rucksack zurückholen, obwohl das ziemlich weit weg ist. Gut, den Auftrag schaffen wir eh nicht, aber der Rucksack wäre mir schon ganz lieb. Hoffentlich brechen wir uns jetzt nicht wieder dummerweise hier irgendwie das Bein. Das wäre nicht so klasse. Das war ja irgendwie hier so. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie das passiert ist. Also keine Ahnung, wie wir uns das Bein gebrochen haben. Nee, das war doch irgendwie beim Berg hochlaufen sogar. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach nur ein Bug oder sowas. Keine Ahnung. Können wir auch ganz leicht, ganz langsam runter. Da tun wir uns auch nicht großartig weh. So. Unser Rucksack. Da hinten läuft ein Zombie. Und zack, sind wir wieder oben. Warte mal, ich hole mir mal ein bisschen Holz. Nicht, dass wir wieder die gleichen Mist schon wieder machen müssen. Also wieder da runterspringen müssen und dann sterben. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Macht weg, Mann! Ha? Macht weg. Ups. So. Das heißt, wir bauen uns erstmal Baublöcke. 4 Stück sollten, denke ich mal, erstmal reichen. Obwohl, komm. Was soll der Geiz? Und dann scheint hier hinter auf jeden Fall unser Loot-Bag zu sein. Das heißt, hier muss auf jeden Fall ein Zombie hinter sein. Aha. Da stehen die drei von der Tanke. Warte mal, ich nehme den Stein, den Eisenpfeil. Das soll ja gleich mal was bewirken hier, der Pfeil. Okay. Komm mal her, Mann. Stech dich ab. Schon hartnäckig, ne? Aha. Das war letztes Mal auch schon so bei der Alpha. Dass die da so hässlich rumgebackt haben und dann mich fast getötet hätten. Gut, das war nix. 6 Pfeile haben wir aber noch. Muss halt aufpassen, dass jetzt hier von der Seite uns nichts flankiert. Ach Mann. Ist denn das heute hier? Das gibt's nicht. Aber ich will jetzt hier auch nicht hin, weißt du? Ich glaube, der macht schon ordentlich Damage. Wenn der mir jetzt eine runterhaut, ey, das sieht dann nicht mehr so gut aus. Komm her! Los! Ach Mann, jetzt hängt der da so komisch drin. Also das Spiel ist manchmal schon noch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, Steinpfeil aufheben. So, wir bauen uns hier wieder hoch. Und töten den nächsten Zombie genauso wieder. Das heißt, wir gehen auf die Knie.
Oh, zack. So gehört sich das. Jetzt brauche ich... Jawohl. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was zum Heilen dabei. Wir haben eine Vierer-Knochenklinge gefunden. Ne, eine Dreier. Sorry. Dreier. Zack. Da ist auch mein Rucksack, der schon fast voll war. Gut, dann müssen wir ein bisschen was wegschmeißen. Scheiße. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber führt keinen Weg dran vorbei. Was können wir denn hier... Komm, Sand schmeißen wir weg. Vielleicht schmeiße ich erstmal das weg, was wir nicht... Was ist das denn? Die Armbrust will ich aber auch mitnehmen. Das kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Der Boden kann weg. Das Ding kann weg. Die Teile behalte ich. So, jetzt schauen wir natürlich hier nochmal durch, was hier noch so abgeht. Werden wir bestimmt auch noch das eine oder andere bekommen. Ja gut, das können wir selber herstellen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und zwei Zeitungen und ansonsten ist hier nichts weiter, oder? Das ist nur ein Knochenmesser. Nö. Hier war ja eh alles tot, ne? Hier haben wir eigentlich alles getötet. Wir sind natürlich jetzt extrem überladen. Ja, hier waren wir schon komplett. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Laden einmal komplett aus. So, wir müssen hier lang. Da oben sind die zwei Zombies, die mich wieder töten wollen. Ist hier was Gutes drin? Okay. Nur Zeug, was wir schon haben. So, wir gehen zurück zur Basis, laden einmal alles aus. Warte mal, ich kann mich doch hier oben bestimmt ein bisschen besser verteidigen, wenn es gleich Nacht ist, mit den ganzen Waffen, die ich habe. Was willst du hier von mir? Mach dich weg hier. Oh. Hab ich denn... Nee. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt noch, weil wir unten links haben wir ja die... diese Verbände. Und ich glaube, diese mit 5 sind die, glaube ich, immer voll schon gewesen. Ah ja. Die kann da ruhig schreien, das ist kein Problem. Wir laufen einfach weiter zur Basis. Lassen uns da gar nicht groß irritieren. Und laden erstmal aus. Das ist noch weit, ne? Ja. Leute, ich schneide das für euch. Das will ja kein Mensch hier sehen, wie ich jetzt dahin laufe. Ich schneide das und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind angekommen bei uns in der Basis. Das heißt, wir können jetzt hier... Warte mal, die Falle hier mache ich erstmal weg. Ich laufe da eh noch 20 Mal rein. Und ein Zombie wird da nie wahrscheinlich reinlaufen. So. Wir schmeißen jetzt hier erstmal ein paar Sachen zusammen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Knochenklinge nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Armbrust? Können wir da schon was herstellen? Hier haben wir noch normale Pfeile. Da haben wir auf jeden Fall Munition. Also wir sollten jetzt langsam schon mal gucken, dass wir vielleicht
so ein bisschen was sortieren, damit wir hier nicht komplett den Überblick verlieren. Ich nehme jetzt erstmal die ganzen Waffenteile hier raus. So, hier ist noch... Oh, was ist denn das? Helmlicht? Geil. Das ist gut, dass wir ein Helmlicht haben. Das können wir jetzt soweit drinnen lassen. Das nehme ich einfach mal alles raus. Jetzt schmeiße ich hier die ganzen Munitionssachen oder die ganzen Waffensachen, die wir haben, schmeiße ich jetzt mal hier rein. Oh, das können wir auch noch da drin packen. Kommen da zwei Sachen auch. Das auch. Federn können wir auch da reinpacken. Und schmeiße ich den ganzen Kletterradatsch. Das passt jetzt wahrscheinlich da gar nicht mehr rein. Nee. Das ist schlecht. Ist nicht schlimm. So passt das erstmal. Pistole sind beide gleich gut oder gleich schlecht, wie man sehen möchte. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Munition für dieses Gewehr. Bolzen für die Armbrust haben wir. Das können wir auf jeden Fall hier reinpacken. Vielleicht, warte mal, vielleicht können wir uns auch ein selbstgebautes Maschinengewehr herstellen. Kleber, Holz. Habe ich Kleber? Nee, ne? Das wäre was, wenn wir jetzt Kleber hätten. Also Eisenrohre hätten wir wahrscheinlich genug. Es scheitert wahrscheinlich an... Genau, Eisenrohr hätten wir genug. An Kleber scheitert. Zwei Kleber, obwohl. Wir könnten uns so ein Ding herstellen, auf jeden Fall. Wir brauchen nur Holz. Hier haben wir Holz. So, selbstgebautes Maschinengewehr. Zack. Über solche Waffen freut man sich noch. Ich sag's euch, wie es ist. So, wie sieht's hier aus? Armbrust für... Ja, für eine Armbrust. Die Armbrust ist, glaube ich, schon deutlich besser als der Bogen, oder? Der macht 30. Oh ja, hallo. Aber hallo. Das heißt, wir brauchen Holz, Federn. Dann können wir hier auch nochmal Armbrustbolzen draus basteln. Und dann können wir das alles zurückpacken. Das auch. Hiervon nehmen wir jetzt nur die Hälfte mit. So, denke ich mal, sind wir ganz gut ausgestattet. Da wir jetzt Gegenstände hier ausgraben müssen. Und hier machen wir zu, die Putze. Also, wir müssen jetzt hier ein bisschen was ausbuddeln. Das heißt, wir brauchen die Schaufel. Das laden wir einmal nach. Wo sind wir denn? Da sind wir. Und wir müssen hier hin. Okay. Ich muss sagen, ich bin heute etwas müde. Aber das soll uns nicht daran hindern, hier eine gute Folge irgendwie hinzukriegen. Der Anfang ist immer ein bisschen zäh, ne? Ist ein bisschen langweilig immer. Ist leider nur mal so. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwelchen Tieren begegnen. Also wie gesagt, Hase und sowas wäre jetzt egal, aber ein Bär wäre natürlich scheiße. Da ist auf jeden Fall ein Zombie. Ich probiere ihn zu töten. Boah, saftig in den Kopf geschossen. Wo bist du? Ach, mein Pfeil ist weg oder was? Ach, Mann. Hier ist bestimmt wieder Honig drin. Ich habe so ein Gefühl. Schade. Honig ist sehr wichtig am Anfang, finde ich immer. Ja, meine Pfeile sind auf jeden Fall immer weg. Schade. Stumpf. Wieder kein Honig. Ah, da läuft ein Reh. Ja, komm. Nehmen wir die Quest mal an, ja?
Aber Zombies sind jetzt hier keine gespawnt, ne? Hab ich jetzt keine gesehen. Immer nur bis zur Steinfläche buddeln. Also im Stein ist nie was vergraben. Das ist meistens eine Schicht drüber. Oh, schade, das haben sie immer nicht großartig gefixt hier. War es nur ein Zombie? Ja, aber ein bisschen enttäuscht. Gut, wir müssten mehr hier in diese Richtung buddeln. Da ist er schon. Ah, ist okay. Jetzt muss ich schnell gucken, dass ich hier wegkomme. Jetzt komme ich ein paar mehr Zombies. Ah, wie gesagt, ich habe auch eine Armbrust am Start. Kommt der, Mann. Mach ich fertig. Hab ich ihn nicht erwischt. Ach, der ist tot, oh, alles klar. Also aktuell läuft es, glaube ich, ganz gut mit der Ausdauer tatsächlich. Also gefällt mir gut. Wir verbrauchen nicht so viel Ausdauer im Kampf. Aber wir können mal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal was leveln. Und zwar, tiefe Wunden haben wir jetzt auf 2. Parcours. Eigentlich müssten wir auf jeden Fall hier so Abbaugeschichten. Eigentlich müssten wir jetzt hier erstmal hier so was hier hoch machen. Ne? Also, dass wir, wenn wir abbauen, das schneller geht und also wir mehr Schaden machen. Ist der verkehrt mit diesem Drecksvogel? Okay, da scheint irgendwie dieses Ödland-Biom anzufangen. Da wollen wir vielleicht besser nicht hingehen. Wir sind jetzt hier quasi an der Kante sozusagen. Ja. Das heißt, wir gehen schön brav wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Ich denke, der Kiefernwald, der hält genug Gefahren für uns bereit. Ah, ich bin begeistert. Also wie gesagt, der rennt schnell. Also die Skillung gefällt mir sehr gut. Können wir mal gucken, hier bei Y haben wir jetzt wahrscheinlich hier, guck mal, da haben wir schon einiges jetzt hier. So, das haben wir alles abgeschlossen, ne, glaube ich. Genau, hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Tausammler. Felder und Beetblock. Was ist das hier? Platzieren Gebietsschutzblock. Ja, das können wir auch machen. Und ansonsten haben wir nur noch ein paar andere Quests. Also die werden wir auf jeden Fall alle durchspielen, bin ich mir ziemlich sicher. Höchstens vielleicht so Jagen Hase oder sowas. Also das wird vielleicht eher weniger vorkommen. Ups. Ja, wir sind gleich zu Hause, Brudi. Da kannst du in Ruhe was futtern. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da irgendwie ganz geschmeidig hinkommen. Da schon der Händler. Und dahinten ist unsere Bude. So,
Schon wieder kein Holz, alles klar. Das werde ich mir merken. Gucken, dass wir vielleicht ein paar Steine abbauen. Gebietsschutzblock machst du ja, glaube ich, einfach nur 6 Steine oder sowas. Ich weiß gar nicht. Gebietsschutzblock. Ah, 5 Steine. Knall ich jetzt auch einfach hier rein. Ist ja letztendlich egal, aber ich will jetzt mir die Bude hier auch nicht so hässlich zubauen. Mach den hier hinten hin. So. Den hätten wir gesetzt. Halbe Munition wieder mitnehmen. Jetzt können wir uns hier das auch abholen. Zack. Ja, damit haben wir das auf jeden Fall alles abgeschlossen. Sauber. Wir haben Hunger. Wir haben auch noch, glaube ich, genug Fleisch zum Kochen. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile jetzt auch schon gekochtes Fleisch machen können. Wo ist denn hier unser Wasser? Da haben wir auf jeden Fall Wasser. Holz brauchen wir ein bisschen. Gucken wir jetzt mal. So, Holz reinschmeißen. Anschmeißen, das Ding hier. Backende Kartoffeln. Ah, es ist doch nicht wahr. Immer noch so viel. Naja, wird. Dauert eben alles seine Zeit. Dann müssen wir halt hier Verkohltes machen. Getränke können wir hier auch auf jeden Fall mal aufkochen. So, das sind. Ja, das sollte von der Zeit passen. So, was machen wir jetzt Hübsches? Wir können mal schauen, ob wir unsere Brücke vielleicht ein bisschen upgraden. Das heißt Pflastersteine, Steine. Wir brauchen Steine und Lehm. Oh ne, das wollte ich nicht. Ist egal. Lassen wir jetzt so. Warte mal, ich hatte doch ein Helm nicht, oder? Das wollte ich doch eins benutzen. Damit es nicht ganz so dunkel hier ist. Verändern, Helmlicht rein. Ja, hervorragend. Schon ist es wirklich deutlich heller. Wir können auch gleich nochmal gucken, dass wir Baumwolle sammeln. Also Steine, Baumwolle, sowas eben. Bisschen Sachen eben zum Craften. Wir können uns auch direkt schon Pflastersteine herstellen, weil wir müssen halt unsere Basis mal aufwerten. Das ist nun mal so. Guck mal hier, Nest, das nehmen wir noch mit. Schade, keine Eier drinne. Müll. Oh, das ist gut hier. Da können wir auf jeden Fall ein paar Beete herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dafür ein Beet brauche. Warte mal, gucken wir nach. 25, das heißt, da werde ich erstmal ein bisschen was abkloppen. Da können wir uns nämlich schon mal einen schönen Garten errichten. Und entsprechend anbauen. So, das sollte erstmal reichen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Lehm, Holz. Da hat man eben noch eine andere Mission mit Baumwolle und Steine. Hat man jetzt auf einmal wieder eine ganz andere neue Mission. Deswegen finde ich dieses Spiel, das ist so wechselhaft. Das ist schon toll. So, gucken wir mal, dass wir hier oben vielleicht ein bisschen was abtragen.
Guck mal hier diesen Berg beispielsweise. Da kriegen wir Lehm raus und vielleicht haben wir die Möglichkeit, das Ding ein bisschen abzubauen, dass wir da nicht ständig über die Spitze sozusagen drüber laufen müssen. Idiot. So, Hunger haben wir auch. Aber erstmal machen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, sind wir hier eigentlich relativ mittig gesehen? Nee, ne? Na? Geht eigentlich. Also die Mitte wäre ungefähr... Hier ist ungefähr die Mitte. Aber da ist halt dieses blöde Biom. Also vielleicht bleiben wir auch einfach hier bei dem Trader, bauen uns da einfach eine fette Basis hin. Könnte ich mir gut vorstellen. Dauert so lange, ne? Dieses Lehm abbauen, ey. Das ist unfassbar. Später, wenn du einen Erdbohrer hast, ne? Da schwimmst du in Ressourcen in Übermenge. Aber jetzt, da bist du froh für jeden Stein, den du hast. Das ist schon witzig. So. Schau mal, das wird so ein Beet. Was brauche ich denn noch? Gefrottetes Fleisch. Davon habe ich da auch ein bisschen was da. Da kann ich mir auf jeden Fall ein paar Felder herstellen. Kann mir die hier schön... warte mal. Ich lasse mir mal hier die Linien anzeigen. Könnt ihr einfach hier Begrenzung anzeigen. Dann habt, wisst ihr... Ist natürlich kacke, ne? Ich habe das jetzt hier in so einer Nische irgendwie. Also ist irgendwie kacke. Der Standort. Vielleicht... Muss ich doch mehr nach da drüben gehen. Mal schauen. So, wir brauchen verrottetes Fleisch. 38. Habe ich hier auch noch verrottetes Fleisch? Nee. Schade. Also am verrotteten Fleisch wird es wahrscheinlich hapern. 3 Stück können wir herstellen. Das ist okay. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, was wir am besten herstellen. Was wir anpflanzen wollen. Wir haben zur Auswahl Yucca. Die können wir auch in der Wüste holen. Ich glaube, wir hatten irgendwo hatten wir Kartoffelsamen. Hier haben wir Kartoffelsamen. Die werden wir nehmen. Dann haben wir hier Kürbis. Die werden wir nehmen. Und eins hätten wir noch frei, ein Beet. Kaffee sehe ich jetzt eher nicht so. Obwohl könnten wir anbauen und dann verkaufen im Trader. Nehmen wir einmal Kaffee noch dazu. Zack. So. Ganz professionell baue ich die jetzt einfach hier daneben. Einfach neben unsere Butze. Zack. 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 Die Munition treu auf jeden Fall. Wo will ich das hier mit Pflasterstein aufwerten? Ich weiß es nicht so recht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das möchte ich gar nicht mit Pflasterstein aufwerten. Ich glaube, ich hebe mir die auf für die nächste Basis. Dass ich dann da vielleicht direkt durchstarten kann. Ich glaube, wir setzen das Häuschen nämlich einfach hier hin. Wir werden wahrscheinlich hier einfach nochmal sowas bauen. So ein kleines Häuslein. Hier haben wir schon eine sehr ja, gerade Fläche, auf jeden Fall. Weil das ist irgendwie Käse. Da brauchst du zu viel Materialien, um hier einigermaßen eine Ebene zu schaffen. Boah,
ist schon schwierig. Obwohl, es fällt eigentlich auch ganz cool. Könnte ich unten so einen Crafting-Raum reinmachen. Aber das Doofe ist, ich muss ja dann auch in den Boden. Ja, also ich werde das ja dann nicht hier einfach nur so zubauen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Schreibt es mir in die Kommentare. Wollen wir hier uns irgendwie kreativ werden, dass wir hier das zumachen? Ja, also vielleicht eine Mauer außenrum und dann hier irgendwie, weiß nicht, so eine, weiß ich nicht, irgendwie eine Terrasse bauen oder ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Oder doch eher hier hinten auf dem geraden Feld. Da hat man eben mehr Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr seid gefragt. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt 7 Days oder auf dem PC. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Tschüss, bis dann.